die Gesellschaft. Ein Jahr Corona und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Kaum eine Branche hat das Ganze so stark getroffen wie die Kunst- und Kulturbranche. Kaum eine Altersgruppe so stark wie junge Menschen. Mein Name ist Steffi Marek, ich bin freie Journalistin und unter anderem arbeite ich auch im Kulturjournalismus und bin Chefredakteurin der Wiener Neustädter Jugendzeitschrift Die Klette. Und ich freue mich darauf, heute ganz viele spannende Fragen stellen zu dürfen. Solche Dinge wie, wie geht's euch jetzt? Wie war dieses Jahr für euch und wo wird in Zukunft Raum für Kultur sein, auch für Jugendkultur? In Konzerthallen, auf Bühnen, in Bars oder doch online? Ja, diese und andere Fragen werde ich heute eine Handvoll spannender Gäste auf dem virtuellen Podium stellen, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde. So, die sollten jetzt gleich zu mir in den Raum geschickt werden. Genau, bekommen Sie schon. So, das sind meine virtuellen Gäste heute. Anfangen möchte ich mit Evelyn Pichler. Sie ist 23, Kabarettistin aus der publiken Welt und hätte ja um die Zeit vor einem Jahr ihr drittes Programm auf die Bühne gebracht. Bis jetzt ist es nicht passiert. Danke Corona. Dann haben wir hier aus Wien zugeschaltet Jasmo alias Jasmin Haffet. Sie ist Musikerin, Poetry Slammerin, Autorin und Veranstalterin und hat auch wegen der Pandemie ein Online-Format auf Instagram gestartet, den Jasmontag, wo sie auch Künstlern und Künstlerinnen ein bisschen eine virtuelle Plattform geboten hat. Dann haben wir noch Onklu alias Lukas Weiser. Er ist ein Musiker aus Niederösterreich, Genre Pop. Und er hat was Spezielles gemacht im Sommer, und zwar ist er mit dem Fahrrad durch österreichische Gärten getourt und hat Mini-Privatkonzerte gegeben und das Ganze dann auch noch zu einem Film verarbeitet, der unter anderem im ORF Kulturmontag zu sehen war. Dann haben wir noch Ronny Dangel. Er ist seit vielen Jahren in der Neustädter Kulturszene unterwegs, arbeitet fürs SAP auch als Veranstalter und ist als Musiker, Tontechniker und Produzent ebenfalls unterwegs. Genau, das sind die Gäste heute. Nur kurz zum Ablauf für alle Menschen, die uns zuschauen. Ihr habt die Möglichkeit, in den Chat Fragen zu posten während der Veranstaltung. Mein Kollege wird mir die dann zu passenden Zeitpunkten zustecken und ich schaue, dass ich sie, die betreffenden Leute oder das ganze Podium fragen kann. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ja, die Kulturbranche, wir haben schon ein bisschen ein Fazit gezogen. Ich glaube, jeder von uns, Vorarlberg, hat ja ein bisschen mehr Glück als der Rest von Österreich und kann im März wieder ein bisschen aufmachen, was die Bühnen angeht. Jetzt ist es aber so, dass Kultur und alles, was man so drunter subsumieren kann, Konzerte, fortgehen, Partys, sich auf jede mögliche andere Art auszudrücken, vor allem für junge Menschen und Jugendliche extrem wichtig auch ist. Dieses gemeinsame Erleben, diese Live-Erfahrung auch, und jetzt ist das alles weg und es ist eigentlich auch ungewiss, wann und wie das Ganze wieder losgehen wird. Jetzt haben wir hier Leute, die das alle beruflich betrifft, die alle auch mit der, nicht alle, aber die Großteils auch mit der Existenz dranhängen. Jetzt frage ich euch vor allem Jasmo, Ronny und Lukas, wie geht's euch jetzt? Wie habt ihr das Jahr bisher erlebt? Wer von euch möchte denn anfangen und uns kurz mal von seiner persönlichen Erfahrung erzählen? Ja, Jasmo? Dann melde ich mich da mal. Ja, hallo von meiner Seite auch. Ja, zart ist es. Ich glaube, nervig ist das Wort der Stunde. Ich glaube, Kultur ist... völlig richtig, natürlich ist Jugendkultur auch ein großes Thema, aber Kultur ist ja etwas Generationenübergreifendes, was ja nicht nur junge Menschen betrifft, sondern auch alte. Also ich kenne genügend PensionistInnen, nämlich Freundinnen von meiner Mutter, die sich halt auch aufregen, dass sie nicht mehr ins Konzert gehen können und trotzdem gerne weiterhin ihr Abo kaufen und bezahlen, weil nämlich auch alle sehen, dass wir gerade ziemlich am Sand sind und also ziemlich am Sand im Sinne von, ich meine es jetzt nicht nur finanziell, aber auch da, sondern die Menschen brauchen einfach Kultur. Also ich bin selbst Künstlerin, das heißt, ich stehe auf der Bühne, ich mache Kultur, aber genauso
sehr fehlt es mir, in der ersten Reihe von einem Konzert zu stehen und zu grölen und zu tanzen und mir zu denken, oh mein Gott, dieser Mensch auf der Bühne hat in diesem einen Satz mein ganzes Leben verstanden. Also das ist so, das ist schon sehr traurig und das fehlt sehr. Also es ist zu hoffen, dass es jetzt langsam mal zu Öffnungsschritten in der Kultur kommt, weil es ja auch genügend Sicherheitskonzepte gibt. Also die Häuser haben ja alle Geld ausgegeben dafür, um Covid-Konzepte zu schaffen, um Menschen einzustellen, die Covid-Beauftragte sind bei Veranstaltungen. Also die ganzen Hygienemaßnahmen, Sicherheitskonzepte, die Finanzierung dahinter, die ist auch schon gemacht. Und deswegen meine Version bitte wieder aufmachen. Ich will endlich wieder ein Konzert sehen. Ich muss ja nicht einmal spielen, ich will es nur sehen. Aber ich will auch spielen. Ja, du bist ja nicht nur beruflich auf der Bühne, sondern du verbringst ja auch ganz viel Zeit damit, Texte zu schreiben oder eben auch ja, so Dinge zu machen, wo man jetzt nicht unbedingt zwingend ein Publikum jetzt gerade braucht. Was hast du so stattdessen gemacht, statt auf der Bühne zu stehen in diesem letzten Jahr? Ich habe gelernt, wie man Lampen anschließt. Ich habe meine Türstöcke geschliffen und gestrichen, worauf ich ziemlich stolz bin. Also wenn ihr irgendwann mal einen Paintjob braucht, I got you. Und ansonsten habe ich natürlich auch viel im Studio gearbeitet, also in den Maßen, in denen man arbeiten kann. Sprich, mit meiner Band Jasmin und die Klangkantine arbeite ich an neuer Musik, mit einem anderen Musikprojekt arbeite ich an neuer Musik. Ich habe den jetzt Montag, wie du schon gesagt hast, ins Leben gerufen, wo ich jeden Montag Menschen aus der österreichischen Kulturszene ja, begrüße und mit ihnen über ihre Arbeit rede und tatsächlich auch ein bisschen aus dem eigensinnigen Sinn, ich will einfach die lieben Leute wiedersehen und wenn es schon nicht auf Bühnen geht, dann wenigstens über dieses Internet, von dem die Jugend immer spricht. Aber genau, also es sind halt natürlich, es sind alles Teilbereiche, also jetzt von mir gesprochen als Musikerin und Autorin, ist das Schreiben, im Studio sitzen, Texte bauen und so weiter und so fort, das ist ein Teilbereich von meiner Arbeit. Aber der große Teil der Arbeit ist eigentlich auf der Bühne. Und was auch ist, das hat ein Gast bei mir ist Montag, die Aygül, hat das so wunderbar richtig gesagt, es ist so zart, gerade an neuer Musik zu schreiben, weil die Motivation, Musik zu schreiben, ist für sie immer die Bühne. Und ich kann ihr da völlig beipflichten und denke mir auch so, ja, also, ja. Ja, wer da noch ein Lied davon singen kann, haha, Wortwitz, ist der Lukas. Du hast jetzt auch extrem viel Zeit, nicht auf der Bühne zu stehen. Was machst du mit dieser Zeit? Ja, naja, also ich hab genau vor einem Jahr war das ja ganz witzig, so auf einmal werden 30 Daten abgesagt und du findest dich dann halt ein bisschen damit ab und denkst dann so, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie die Nerven wegzuschmeißen und man nimmt sich halt andere Projekte vor und im Sommer war das diese Radtour und dann habe ich noch ein Album veröffentlicht und dann diesen Film auch noch promoted und das war eigentlich eh ganz gut so und man findet sich halt immer irgendwelche Projekte. Aber jetzt so der Winter, der hat mich jetzt schon ziemlich in die Knie gezwungen, also irgendwie habe ich ich habe auch momentan noch irgendwie gerade keinen Bock, irgendwie immer ein Substitut für das eigentlich Geile zu suchen. So. Und ja, aber wie gesagt, verzweifeln hilft überhaupt nichts. Ich hab für den Sommer jetzt von meinem Booker 4 Bookings bekommen und ich habe noch immer Herzklopfen, weil es so unheimlich geil ist. Ne? Keine Ahnung, ob das dann wirklich stattfindet, aber das ist ganz cool. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe das Radfahren für mich entdeckt und jetzt lebe ich das Bike-Life. Ja, was ich in unserem Vorgespräch mitbekommen habe, ist, dass du generell versuchst, sehr viel Positives auch irgendwie für dich aus der ganzen Situation rauszuziehen. Erzähl mir, was sind da deine Gedanken dazu? Naja, also für mich war das... Für mich war es von Anfang an wichtig, oder ich habe mir von Anfang an gesagt, diese Pandemie wird vorbeigehen. Ja? Und, wir werden uns dann irgendwann mal daran erinnern, haha, wir haben alle voll blöd ausgeschaut mit Masken und so. Aber das ist irgendwann vorbei. Eine Sache, an die sich die Leute allerdings noch wesentlich länger erinnern werden, ist, wer warst du in der Zeit? Deinen kühlen Kopf bewahrt, versucht das Beste aus der Situation zu machen oder hast deine Nerven wegschmissen und alle anderen um dich herum angeschissen. Voll, das bleibt länger als das Bild von einer Maske. Und insofern genau, das habe ich mir immer wieder gesagt wie ein Mantra,
So, es gibt immer einen Weg. Und wenn ich mit dem scheiß Rad irgendwie Gartenkonzerte spiele, dann ist es das. Und das war auch mega geil, ne? Weil die Leute waren unheimlich lieb und das war halt immer sehr persönlich. Und es waren vor allem Shows. Also es war halt nicht auf einer großen Bühne vor mega vielen Leuten und es war jetzt nicht so intens, aber so du hattest einen Spielplan. Und irgendwie seit 10 Jahren besteht mein Leben aus Spielplänen und Tourdaten. So, das ist, ich weiß nicht, ja, nichts macht mich heißer als ein paar Daten und Städte aneinander gelistet. So. Voll. Naja. Ja, das klingt eigentlich sehr hoffnungsvoll. Also ich will dir gerne glauben. Was natürlich ein großes Problem in der Branche ist, auch für die Veranstalterseite, von der uns der Ronny vielleicht ein bisschen erzählen kann, ist eben dieses, man weiß nicht, wann jetzt, wie es jetzt wieder weitergeht, wann es jetzt weitergeht, ob es jetzt weitergeht. Und diese mangelnde Planbarkeit, das stelle ich mir vor, gerade für die Leute nicht auf der Bühne, sondern die die Bühne ermöglichen, mehr oder weniger, die Leute buchen, also die Veranstalter, für die ist es ja auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ronny, erzähl mal, wie ist das bei dir? Du bist ja auch zu einem größten Teil, ist das dein Job? Du müsstest nur dein Mikro wieder einschalten, damit man dich auch hört. Herzlicher. Der Tontechniker. Ne? Es ist echt schwierig, das Ganze in Worte zu fassen. Also ich habe irgendwie so rückblickend das Gefühl, dass das 2019er Jahr irgendwie ein massiv dynamisches Jahr war. Es ist extrem viel passiert. Man hat das Gefühl gehabt, irgendwie wir reißen der Welt ein Loch irgendwie. Aber auf der anderen Seite hat man ein bisschen so das Gefühl gehabt, okay, es spitzt sich jetzt zu und irgendwann wird es einen Boscher machen, in welcher Art und Weise auch immer. Dass dieser Boscher jetzt im Zuge einer Pandemie passiert, mit dem hat, glaube ich, keiner so wirklich gerechnet oder halt die wenigsten. Es war halt schon eine ziemliche Vollbremsung von 100 auf 0 irgendwie und jeder hatte große Pläne für 2020 und das Jahr hat irgendwie gestartet, voller Motivation. Die ersten Tourdaten sind reinkommen für den Sommer, Festivals, was auch immer. Und plötzlich diese ersten Nachrichten von, ich kann mich erinnern, ich bin da gerade irgendwie zu Besuch im Krankenhaus in der Neustadt bei eine Freundin meiner Mutter gewesen und habe irgendwie so im Handy gesehen, okay, Konzerte ab 100 Personen ab nächster Woche verboten. Und in dem Moment, das war so ein Black Mirror-Moment irgendwie bei mir, wo ich mir gedacht habe, wie jetzt, wie soll das gehen, wie Konzerte sind verboten, das ist ja irgendwie völlig, keine Ahnung, komisch. Und ich war dann auch die Woche drauf noch im Studio mit einer Band und man hat halt wirklich gemerkt, das war zu diesem Zeitpunkt, wo sich diese Pandemie-Ding zugespitzt hat und es ist immer absurder geworden und dann plötzlich so dieses, okay, Lockdown ab Montag oder Mittwoch, keine Ahnung mehr. Und es war eigentlich ja die ersten Tage, Wochen, sage ich mal, irgendwie ganz spannend, das Ganze irgendwie zu beobachten, weil jeder hat sich gedacht, okay, puh, jetzt haben wir mal Zeit zum Verschnaufen, jetzt haben wir mal ein bisschen Netflix schauen, ein bisschen Me-Time und was auch immer. Aber irgendwie ist aus dieser Erholungsphase dann bald ein bisschen ein zäher Kaugummi geworden irgendwie mit, okay, man weiß jetzt nicht, was passiert jetzt weiter, wann passiert es weiter. Aus Veranstaltersicht war es halt irgendwie schon so, dass man die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen diesen Herbst als Lichtblick am Ende des Tunnels halt irgendwie gehabt hat und sich gedacht hat so, ah ja, jetzt Pandemie, dann irgendwie über den Sommer ist das cool, da sind die Temperaturen besser, der Virus mag das nicht und im Herbst stehen wir wieder alle auf der Bühne. Und der September ist gekommen, wir haben die ersten Konzerte irgendwie versucht durchzuführen mit Auflagen, Maske, begrenzte Besucherzahl und man hat da gemerkt, okay, die Welt in dieser Kulturbranche der Musik, die ist nicht mehr dieselbe, die sie vorher war. Also, genau. Warte, jetzt höre ich dich nicht. Ah, jetzt habe ich den selben Fehler gemacht. Ja, danke schön. Du hast ja auch ein bisschen so einen Einblick, wie es den Bands geht. Wie ist da die Situation, vor allem vielleicht bei den jungen Bands, die für die Spielen ja das Allerwichtigste ist, um sich ein bisschen auf einen Namen zu machen oder ein bisschen in diese Szene reinzuwachsen. Kannst du uns dazu noch was sagen? Also prinzipiell hatten wir ja nur mehr die Monate September, Oktober offen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann der zweite Lockdown war. Wir haben zudem bis dahin halt, keine Ahnung, 4, 5, 6 Konzerte versucht halt durchzuführen, so wie es halt gegangen ist.
das war sehr zwiegespalten. Für die einen war das halt irgendwie so, ah ja, Corona, der Schaß, der geht schon wieder vorbei und ist ja alles nicht so wichtig und keine Ahnung. Auf der anderen Seite hat man schon irgendwie bei den Konzerten, die wir hatten, gemerkt, dass die Leute irgendwie voll aware waren und irgendwie so, okay, scheiße, wie darf ich mich jetzt verhalten? Darf ich jetzt irgendwie stehen und mich bewegen beim Konzert? Was auch immer. Aus meiner subjektiven Sichtweise muss ich sagen, dass es völlig für die Fisch war einfach. Also du hast 50 Leute in einer 350er Venue in unserem Fall sitzen, die sich nicht bewegen sollen, nicht aufstehen dürfen, jeder dann Sitzplatznummer. Und das wirkt sich natürlich auf die Bands aus. Du stehst auf der Bühne, alle sitzen, schauen dir an, irgendwie, du hast keine Interaktion mit Publikum. Zu dem Zeitpunkt war es jetzt gar nicht, ob da Masken schon Thema waren im Publikum, ich glaube aber schon. Also das, was einfach Musik halt ausmachen soll und oder halt Kunst an sich, also diese Interaktion oder diese Chemie, die da einfach sein soll, das ist halt, also ich bin da leider, was das betrifft, echt sehr pessimistischer eingestellt, was jetzt diese ganze Kulturzukunft gerade irgendwie betrifft, keine Ahnung. Ja, zur Frage der Zukunft kommen wir dann an einem späteren Punkt nochmal. An das anschließend, was du jetzt sagst, freue ich mich, dass wir jetzt noch einen Gast haben bei uns. Und zwar den Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier, der jetzt auch gleich zu uns dazugeschalten wird. Der uns auch das Ganze mit Kultur erleben, Kultur live erleben, vielleicht auch von der wissenschaftlichen Seite ein bisschen erklären kann. Wir warten noch, bis die Verbindung hergestellt ist zu ihm. So. Na, da hat jemand anscheinend kein gutes WLAN. Ja, in der Zwischenzeit, Evelyn, bei dir war das ja so, im Vorgespräch hast du auch gemeint, du warst irrsinnig busy mit deinen Programmen und du bist ja hauptberuflich Kindergartenpädagogin und Kabarett ist so deine Leidenschaft daneben, mehr oder weniger. Und wie war das bei dir? Ich glaube, du hast mir erzählt, du warst gar nicht so unglücklich am Anfang, wie diese ganze Pause-Taste plötzlich gedrückt war. Wie war das bei dir? Ja, hast du recht, also ich habe extrem viel Stress gehabt, weil ich genau am 16. März meine Premiere gehabt hätte und das war halt ein unglaublicher Druck, Proben, Einstudieren und ich mit meinem Perfektionismus habe natürlich das alles perfekt machen wollen und ich höre erst auf zum Proben und zum Besserwerden, wenn die Premiere vorbei ist. Deswegen habe ich mich schon extrem gefreut auf diese Premiere. Und dann weiß ich noch, dass eine Arbeitskollegin zu mir gesagt hat, ist alles fertig für die Premiere. Und ich habe gesagt, ja, kann losgehen. Ich hoffe halt nur, dass die Regierung jetzt mal keinen Strich durch die Rechnung macht, weil ich heute in der Früh irgendwas gehört habe, vor so einer Corona-Krisensitzung sein. Und 5 Minuten später hat es im Kasten alle Veranstaltungen, über 100 Personen sind abgesagt. Und das war für mich im ersten Moment schon ein Watsch ins Gesicht, weil man denkt, super, jetzt war der ganze Stress unnötig. Ich habe die Premiere nicht und muss weiter proben und kann im Perfektionismus nicht ruhen lassen. Und dann, ein paar Tage später, bin ich wirklich auf den Gedanken gekommen, dass das jetzt eigentlich eine Chance ist, dass ich mir eine Auszeit nehmen kann, das Ganze mal zur Seite rücken und vielleicht dann in ein paar Monaten das nochmal angehen. Und so war es dann. Also ich habe dann wirklich so 2-3 Monate Zeit für mich genommen, diese Me-Time, habe die Ruhe genossen. Und dann bin ich es noch mehr angegangen und dann mit viel mehr Freude und viel mehr Begeisterung. Also. Auch ein paar positive Worte, das ist schön. So, wir haben jetzt noch unseren letzten Gast mittlerweile da. Bernhard, kannst du uns hören? Wie? Da ist die Verbindung nicht so toll, glaube ich. Ja, ich kann euch hören. Alles bestens. Ich bin nur nicht reingegangen. Jetzt klappt es, oder? Mhm. Jetzt klappt es, ja. So, das ist super, dass du da bist. Wir haben schon ohne dich angefangen. Wir haben gerade darüber geplaudert, wie das Jahr so für die teilnehmenden Menschen hier im Podium war, als Künstler eben vor allem und als Veranstalter. Und was wir von dir als Jugendforscher und Sozialwissenschaftler jetzt gerne wissen würden, ist, Kultur ist ja irgendwie essentiell für uns Menschen. Und warum ist das so? Warum ist vor allem der Bereich Kunst und Kultur so wichtig für uns?
Und was bedeutet das auch, wenn das wirklich nicht mehr da ist oder nicht mehr erlebbar ist? Ja. Man sagt ja, dass der Mensch ein kulturelles Wesen ist, nicht? Also wenn man sagt, was unterscheidet den Menschen vom Tier, ne? dann ist der Mensch ein Wesen, der sich nicht nur verhält, sondern der auch aktiv sein Leben gestalten und das planen kann und seine Umwelt selbst schafft. Das ist ja so dieser Satz. Und wenn er daran abgehalten wird, auf seine Umwelt einzuwirken, diese Umwelt selbst zu schaffen, auf diese Umwelt Einfluss zu nehmen, dann ist er im Prinzip an seiner basalen menschlichen Selbstverwirklichung gehindert. Ja? Also das heißt, und das ist ja auch jetzt ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Krise, die wir haben, weil ja dadurch, dass die Menschen eingeschlossen sind, abgeschlossen sind, kein Austausch pflegen können, von ihrer Kultur abgeschnitten sind, dann ja auch diese psychischen Krisen entstehen aus dieser Isolationserfahrung, so ein Gefühl der Verlorenheit. Ja. Also das hängt einfach damit zusammen, dass der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist, sich vergemeinschaften will und das vor allem in einen kulturellen Kontext, wo er sich selbst aktiv partizipativ einbringen kann. Das, was du jetzt ansprichst mit der Gemeinschaft, mit anderen, das ist ja vor allem für junge Menschen, die gerade eben erwachsen werden, extrem auch wichtig, hast du mir im Vorgespräch erklärt. Kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, warum ist gerade für junge Menschen oder für Jugendliche dieses Fortgehen, dieses auf Konzerte gehen oder generell irgendwas mit Kultur, Kunst zu erleben, auch live und nicht nur online, warum ist das so bedeutsam? Ja, da kommen wir halt jetzt ein bisschen so in eine entwicklungspsychologische Theorie hinein, aber die auch nicht so komplex ist, dass man da das nicht irgendwie vernünftig diskutieren könnte. Das Wesentliche, um erwachsen zu werden, die wesentliche oder die wichtigste Institution ist die gleichaltrige Gruppe. Man muss sich das so vorstellen, dass der Mensch zuerst in der Familie ist, die Familie funktioniert nach einer partikularistischen Logik. Also das heißt, man ist abgeschnitten in dieser Gemeinschaft und in erster Linie bezogen auf Menschen, die in dieser Gemeinschaft sind. Und diese Menschen haben zueinander emotional positive Beziehung. Das heißt, man stützt sich selbst, bestätigt sich selbst. In der Familie herrscht in der Regel relativ wenig Konkurrenz. Im Gegensatz dazu gibt es die Gesellschaft und in die Gesellschaft muss der Mensch hineinwachsen. Und die Gesellschaft ist eine Wettbewerbs- und Konkurrenzgesellschaft. Also der junge Mensch, der in gesellschaftliche Kontexte gerät, den wird halt nicht immer recht gegeben und der wird auch nicht immer verstanden und dem wird nicht immer Verständnis entgegengebracht. Und das, diesen Übergang von der Familie zu dieser universellen Gemeinschaft, ja, die muss der junge Mensch schaffen. Und die wichtigste Institution, die ihn dabei begleitet und unterstützt, ist die gleichaltrige Gruppe. Das heißt, wenn ich den jungen Menschen von der gleichaltrigen Gruppe abschneide, dann ist das sozusagen eine Gefährdung des Sozialisationsprozesses. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass jetzt in Österreich, in Europa, der Sozialisationsprozess für viele Jugendliche nicht zum Stillstand gekommen ist, aber extrem reduziert ist. Das heißt, was ich sagen würde, das größte Problem der jungen Menschen ist nicht, dass sie nicht in die Schule gehen können. Ja? Also da habe ich heute wieder gerade neue Daten reingekriegt, das ist eine Minderheit. Ich leide so drunter, dass ich nicht in die Schule gehen kann. Das größte Problem von denen ist, dass sie ihre Freunde nicht treffen können, dass sie nicht in die gleichaltrigen Gruppe rein können, ja, und dass sie zurückgestoßen werden in die Familie und in der Familie wieder der Elternherrschaft unterworfen sind und dadurch ein unglaublicher Stress und eine unglaubliche Drucksituation entsteht. Vor allem, wenn man die unter 19-Jährigen betrachtet. Das heißt, die müssen raus aus der Familie. Ja. Ihre Aufgabe ist, da rauszugehen und mit ihren Freunden gemeinsam die Welt zu erobern. Raus aus der Familie, rein in den Club. Ne? Raus aus der Familie, rein in den Club wäre es eigentlich. Bitte? Ja, richtig. Ja. Also man muss von zu Hause raus und einfach dort rein, wo sich halt Jugendkultur normalerweise ereignet. Ja, super. Dankeschön für diese Einordnung. Das ist auch gleich eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar eben dieses, ja, Kultur als essentiell für die Menschen eigentlich. Wir haben ganz, ganz oft das komische Wort systemrelevant gehört im letzten Jahr. Und was total viel zu Recht kritisiert wird, ist, dass die
Leute, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, also viel zu spät auch finanzielle Unterstützung bekommen haben. Und die finanzielle Unterstützung, die es gibt, sehr bürokratisch und schwer zugänglich war oder zu wenig. Jemand, der sich da sehr viel damit beschäftigt hat, ist die liebe Jasmin. Also du bist anscheinend jetzt der Profi für dieses Gebiet. Jetzt würde ich dich kurz mal um deine persönliche Einschätzung bitten. Was taugen diese Corona-Hilfspakete für Kunstschaffende? Sind die, bringen die was? Haben die dir was gebracht? Naja, also es ist ein bisschen komplizierter als bringen die was, weil alle Kunst, also eben, es gibt nicht diesen Topf von allen Kunstschaffenden. Man hat bei der Arbeiterkammer, hat man alle angestellt, man hat Kollektivverträge, man hat Gewerkschaften dahinter, man hat als Unternehmer, als Einzelunternehmer, aber auch als Firma oder GmbH hat man die WKO hinter sich, man hat seine Kammer, man hat, so, und jetzt kommen alle Kulturschaffenden daher, die haben Interessensgemeinschaften, die super ist und die für unsere Rechte auch kämpfen, Honorarempfehlungen abgeben, aber da steht es schon, das ist eine Empfehlung, das heißt, wenn mich jemand anfragt für eine Lesung, schicke ich die Honorarempfehlung von der IG Autorinnen und schaue, was ich kriegen kann, habe aber niemanden, der mir nachher sagt, oh, die haben dir zu wenig bezahlt, bitte wende dich an die Stelle und lass dir dort helfen, also das ist schon einmal eine Form von prekären Verhältnissen, in dem Kulturschaffende leben. Dann ist das Finanzierungsmodell von Kulturschaffenden sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben einen Nebenjob. Es gibt Menschen, die machen hauptberuflich was anderes und machen nebenbei Kultur. Es gibt Menschen, die wirklich nur vom Kulturschaffen leben. Die machen aber auch nicht, oder in den wenigsten Fällen haben die das Glück, dass die jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Hitsong haben und damit ausgesorgt haben für den Rest ihres Lebens. Also es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist schwierig und das verstehe ich. Man kann das auch nicht generalisieren. Nur was bei den Hilfen von der Regierung passiert ist, dass die Kommunikation sehr schlecht war und das Mitdenken nicht funktioniert hat. Und das hätte man vorher auch nicht besser wissen können, das muss man ihnen lassen. Man hätte aber viel, 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 viel früher, also von Beginn an, Leute dazu holen müssen, die Feedback geben und sagen, wie die Realität von Kunstschaffenden aussieht. Bei uns in Österreich ist es jetzt so, wir haben als Einzelunternehmer den Härtefallfonds, bei dem auch Kunstschaffende teilweise ansuchen können. Dann gibt es wieder die sind nicht selbst versichert, weil sie angestellt sind und so weiter und so fort. Wieder eine Komplikation. Dann gibt es noch den SVS-Überbrückungsfonds. Künstlerüberbrückungsfinanzierung heißt das, die macht, und da ist aber, und da fängt es schon an, das Minimum, das man bekommen kann, und ich weiß das alles, weil ich habe auch all meinen KollegInnen aus der Kultur versucht zu helfen damit, das Minimum, was man bekommen kann, sind 1.000 Euro pro Monat. Man kann beim Härtefallfonds mehr bekommen, wenn man höheres Einkommen hat, was ja fair ist zu einem gewissen Grad, aber bei der SVS nicht, auch meinetwegen, fair enough, man kann damit sicher irgendwie die Miete zahlen, man kann die SVS Stunden lassen, weil die Steuer zahlen die Kunstschaffenden wenig, weil sie wenig Einkommen haben, SVS nimmt sich aber immer ein Drittel von deinem Geld, also das muss einfach irgendwann bezahlt werden, ein bisschen weniger als ein Drittel, aber gut, und damit hat es dann begonnen. Dann kamen die ganzen Finanzierungen für den Umsatzersatz, für den Lockdown-Bonus, den es bei der SVS gibt. Und man hat ja dieser viel umwobene direkte Umsatzersatz, von dem man gehört hat. Den haben zum Beispiel Veranstaltende bekommen aus der Kulturbranche, Künstler und KünstlerInnen nicht. Dann ist eine Diskussion, hat dann stattgefunden, ja, Künstler sind ja nur indirekt betroffen, die sind ja Zulieferer für Theaterhäuser. Wenn jetzt mich das Burgtheater für eine Soloshow bucht, Empfehlung ans Burgtheater, dann bin ich ja nur Lieferant, der das hinbringt. Na gut, dann ist da wieder ein bürokratisches Hin und Her und Mischmasch. Dann heißt es Ende Jänner gibt es indirekt, dann heißt es nächste Woche gibt es indirekt. Bis zum 16. Februar hat es gedauert, dass überhaupt ein indirekter Umsatzersatz kommt. Der ist jetzt da und es kennt sich wieder niemand aus. Selbiges gilt für letztes Jahr bei den Hilfen. Der Härtefallfonds ist für EinzelunternehmerInnen, Kunstschaffende, die mehr verdienen basically, die können da ansuchen und sich ein bisschen mehr holen. Natürlich versucht man aber, also ich meine, eine Krise beginnt, wir sind alle von heute auf morgen arbeitslos. Das ist basically das, was passiert ist. Was macht man, wenn das so ist? Und wir können aber nicht zum AMS gehen, weil wir selbstständig sind. Was macht man also? Man denkt sich, okay, wie viel Erspartes habe ich noch? Man fängt rechnen an, wie lange hält mein Geld, bis ich wieder auftreten muss. Man gerät natürlich in Panik und schaut sich dann um. Da schau her, AKM, Austromechaner, Literamechaner, Verwertungsgesellschaften sind sofort da und helfen, weil die die Realität kennen.
genau diese Leute hätte man sofort mit ins Boot nehmen müssen, damit die für die Finanzierung irgendwie sie machen. Dann gab es die Stipendien, Entschuldigung, dass ich da so aushole, aber das war ein großer Inhalt meiner Freizeit letztes Jahr. Dann gibt es die Stipendien von Städten. Stadt Wien, also Stipendium aufgrund von Covid-19. Die Bundesländer haben es auch gemacht, die Bundeshauptstädte haben es auch gemacht teilweise, weil die auch merken, oh fuck, uns laufen die KünstlerInnen quasi weg, die haben nichts mehr, die können nichts mehr machen, wir müssen denen irgendwie helfen. Man will uns also helfen, dann macht die Stadt Wien, also ich kann jetzt nur für Wien reden, macht das Stipendium, dann stellt sich heraus, niemals kommuniziert, weil ja die Grundrichtlinien vom Härtefallfonds 5, 6, 7 Mal geändert worden sind, stellt sich, nachdem alle das Stipendium erhalten haben, heraus, ja, das ist jetzt ein Ausschlussgrund vom Härtefallfonds. Wir, die gesamten IGs, alle Interessensgemeinschaften in Österreich, aus der Kultur, inklusive einzelnen Menschen, sind der WKO bis zum 16. Oktober. Wir reden von Mai, wo wir das Stipendium bekommen. Bis zum 16. Oktober mussten wir denen am Arsch gehen, damit das kein Ausschlussgrund mehr für den Härtefallfonds ist. Na, kein Kunstschaffender wird sich in der Zwischenzeit denken, okay, die prüfen mich eh nicht, ich probiere das, weil wir uns alle anscheißen, weil wir nicht wissen, wann wir wieder arbeiten können. Und das hat Mai bis auf 5 Monate. 5 Monate sitzt man halt dann da und denkt sich, ah cool, es ist Sommer, ich habe 2 Open-Air-Gigs, yay. Also das Ganze, wenn man, und ich bin ein Fan davon, dass man sich nicht in allem auskennt, das ist unmöglich, sich in allem auszukennen. Man kann das von niemandem verlangen, aber was man immer machen sollte, das habe ich gelernt auch in meiner Karriere, jemanden um Hilfe fragen. Wenn ich mich nicht auskenne, dann rufe ich die Litera Mechana an. Oder wenn ich jetzt eine Regierung bin und mir denke, oh fuck, wir haben Pandemie, was ziemlich zart ist, to be honest, dann rufe ich die Stellen an und frage, wie ist denn das mit KünstlerInnen? Wo holen die eigentlich ihr Geld her? Haben die alle reiche Eltern oder wie läuft das? Weil die meisten haben es nicht. Also da hätte es viel früher viel mehr Bewusstsein für die Realität geben müssen, die de facto ist. Blümel kennt sich nicht aus, auch wenn er mal Kulturminister war. Insofern, go get some help. Eine Lunacek musste zurücktreten, weil die Kulturszene panisch war und eine Lunacek tritt zurück. Das will ich nur auch gesagt haben. Ja, danke für dieses Ausdruck. War jetzt lang, aber nein, ich finde das sehr gut, weil ich fand es auch extrem unübersichtlich, mich zu diesem Thema zu informieren. Also danke für den Schnelldurchgang. Wer jetzt auch sich damit auseinandergesetzt ist, warst du, Lukas, und Ronny, du auch. Ne? Ihr habt beide euch das zumindest angeschaut. Wie waren da eure Erfahrungen damit, mit diesen Hilfen? Ja, es war eigentlich ganz witzig. Also soll ich... Soll ja, bitte, sagen? Bitte. Ja. Na gut, dann sage ich was. Perfekt. Sag was. Ja, es ist eigentlich eh so, also ehrlicherweise war der Überbrückungsfonds, der war cool, dass er gekommen ist, aber es war irgendwie, es war fast ein schlecht, also ein eigenartiger, also ein perfider Scherz, ja, weil du kriegst die Kohle von genau denselben Leuten, denen du eigentlich exakt denselben Betrag bis Ende des Jahres wieder zurückgibst. Und ich habe mir gedacht, hey, geil, danke, ihr zahlt mir meine Versicherung. Also ihr zahlt meine Versicherung. Ja, perfekt, danke. Der ganze Rest war auch ganz cool und die Asma hat das ja eh schon sattsamst ausgeführt. Also ja, aber es fühlt sich irgendwie eigenartig an, so Kohle für nichts zu bekommen. Irgendwie schon auf eine perverse Art und Weise schon irgendwie geil, aber aber ich weiß nicht, das ist ja irgendwie nicht so der Sinn und Zweck, warum man Kunst schafft. Also natürlich wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen eine super Geschichte, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das Ziel ist ja das, Kunst zu schaffen und das auch im monetären Sinne irgendwie honoriert zu bekommen. Und eben halt. Ja, so will ich dazu noch was sagen. Ja, auf jeden Fall. Darf ich dich kurz unterbrechen? Weil das ist nämlich das nächste Thema. Ich finde, das ist eine extrem gute Zeit. Man muss ja die Krise auch als Chance begreifen. Eine extrem gute Zeit, um über das bedingungslose Grundeinkommen nachzudenken, weil ich kenne keinen Kunstschaffenden und keine Kunstschaffende, die jetzt anhand dieser Hilfen aufhört, Kunst zu schaffen, das heißt der Arbeit nachgehen. Menschen brauchen einen Purpose, Menschen brauchen eine Arbeit. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Lohnarbeit, um die Miete zu bezahlen, sondern Menschen können nicht von... Also wir können nicht monatelang zu Hause sitzen und die Türrahmen schleifen und lackieren und dabei nicht wahnsinnig werden. Also
das wäre eigentlich ein gutes Modell, um das jetzt einmal auch zu analysieren, weil wir werden alle, sobald wir können, stehen wir alle auf der Bühne, dafür lege ich die Hand ins Feuer, das spreche ich jetzt für alle, was vielleicht bevormundend ist, aber ich bin 100% davon überzeugt und auch den anderen, die Menschen, die in Kurzarbeit, ich habe mit genügend UnternehmerInnen gesprochen, die ihre Angestellten in Kurzarbeit haben und die auch schon fragen, wann können wir jetzt endlich wieder arbeiten, also Menschen arbeiten ja im besten Fall gerne, nur ja, also das ist auf jeden Fall etwas, über das nachgedacht werden sollte. Und wenn ich auch noch mal ganz kurz auf dich, Lukas, eingehen darf, weil du gesagt hast, das war komisch, die SVS gibt dir das Geld und du gibst es nicht wieder zurück. Dieses Mindset, das haben wir Kulturschaffenden, das kriegen wir von Anfang an anerzogen. Und ich bin Gott sei Dank ein Hackerkind und habe von meiner Mama was anderes gelernt, als was ich in der Kultur gelernt habe. Aber dieses Gefühl von Bittsteller, dieses Gefühl von, darf ich um eine Förderung für mein Projekt, dieses Gefühl von, aber ich habe doch eher Spartes. Ich kann, also ich muss das doch gar nicht, ich muss doch niemandem auf der Tasche liegen. Das ist bei uns Kulturschaffenden so tief drinnen, aber wir sind ja nicht nur die Künstler, die vom Applaus bis zu 8 Wochen leben, sondern wir sind Menschen, die Mieten zu bezahlen haben, Versicherung, Strom, all diese Sachen. Insofern müssen wir auch anfangen, uns wirklich als Unternehmerpersonen zu begreifen, weil das sind wir. Wir zahlen ja Steuern. Nein, also voll. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich wollte niemals irgendwie schlecht reden. Definitiv nicht. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Im Grunde, ich habe mir dann auch selber erst einmal bewusst werden müssen über die Tatsache, dass ich durchaus ein Anrecht darauf habe. Weil wenn mir jemand sagt, ich kann nicht das machen, was meine Arbeit ist, so dann will ich auch irgendwie entschädigt werden. Also bitte verstehe mich nicht falsch. Ich nehme es sehr gerne. Ich habe es gar nicht so verstanden. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, weil das nämlich, also mir ist aufgefallen am Anfang, dass ich mir dann gedacht habe, okay, also ich habe jetzt ein Sparbuch und ich rechne mir jetzt aus, wie viel kann ich damit zahlen und vielleicht muss ich dann gar keine Hilfe entgegennehmen. Währenddessen habe ich alle Härtefallvorregulierungen durchgearbeitet, um meinen Kolleginnen zu sagen, hey, es steht euch zu, ihr dürft gerade nicht arbeiten. Und währenddem ich mir das selber zugehört habe, dachte ich mir, aha, ja, völlig recht, weil ich versuche, meine KollegInnen zu überzeugen, dass ihnen diese finanzielle Sachen zustehen und bin aber selber so, vielleicht gibt es sich ja aus mit meinem Ersparten. Also das ist so, das war total verquer für mich irgendwie. Und dann dachte ich mir, nein, I'm a businesswoman. Das stimmt, ja. Lukas, warst du schon fertig oder wolltest du dann noch was sagen? Oh, ich glaube, ich hätte so vor mich hingeschwurbelt, aber ich glaube, ich war fertig. Wir können ja mal den Ronny reden lassen. Ja, bitte. Ich finde das super, wenn ihr dazwischen auch gerne eben euch noch ergänzt. Muss man ja nicht das Wort unterbrechen verwenden. Das belebt das Ganze als Diskussion ja eh. Also insofern sehr gut. Danke, Jasmo. Ronny, wie schaut das bei dir aus? Was war deine Erfahrung damit? Ich glaube, bezüglich Härtefallfonds und dem ganzen Thema ist alles gesagt worden, was es zu sagen gibt eigentlich. Ich fand die ganze Situation, wie es passiert ist, muss ich sagen, sehr ernüchternd. Also ich bin schon wirklich sehr lange in diesem ganzen Dunstkreis irgendwie unterwegs. Aber mir hat es dann schon irgendwie ziemlich vor Augen geführt, in welcher Bubble wir einfach alle miteinander irgendwie leben und wie nicht relevant diese Bubble einfach für leider den Großteil der Menschen anscheinend ist. Also ohne da jetzt irgendwie das pauschal zu sagen, Kunst interessiert keinen oder so. Aber es ist ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite wissen wir alle, dass dieses ganze Thema unfassbar komplexes ist. Also Veranstaltungsbranche, Kulturbranche, Bands, wie ist das? Wie werden Bands bezahlt? Wie funktioniert das mit Tickets? Whatever. Aber da muss ich Jasmo absolut recht geben. Also, aber in dieser Situation hätte man einfach Leute fragen müssen, die einfach diese Erfahrung haben. Und man hätte einfach eine Bestandaufnahme machen müssen, okay, scheiße, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Wir können da, es gibt da Leute, die können jetzt einfach nicht mehr so arbeiten, wie sie das bis jetzt gemacht haben. Aber man muss sie da vielleicht gemeinsam jetzt irgendwie hinsetzen und an einer Lösung arbeiten oder zumindest irgendwie versuchen, zumindest so zu tun, als würde man an einer Lösung arbeiten. Im Endeffekt habe ich das Gefühl gehabt, dass das irgendwie, ja, man ist als Bittsteller irgendwie halt abgestempelt worden, irgendwie, da hat sie selbst da irgendwie, ich meine, das macht ja psychisch was mit einem Menschen, wenn man irgendwie auf einmal dasteht und um Almosen betteln muss, weil ganz ehrlich, also dieser Härtefallfonds, wir reden da jetzt nicht von 5.000 Euro im Monat, das brauchen die Menschen zum Überleben einfach, die jetzt einfach kein Einkommen haben und sie einfach nicht sich auch nicht beim AMS melden können, weil sie eben selbstständige Künstler sind. Ist halt schwierig. Seite von Venue
Ich habe jetzt heute nochmal extra mit dem Sub-Boss-Chef kurz telefoniert, weil ich jetzt da irgendwie kein Blödsinn reden wollte, wegen Förderungen und so. Was ich dazu sagen kann, jetzt noch von Seiten der Venue, dass es extrem undurchsichtig ist. Man kann einfach nichts planen, weil man sucht zwar für eine Förderung an, man weiß auch, okay, das geht vielleicht bestenfalls durch und man kriegt vielleicht da irgendwann einfach ein Geld. Dass einfach Venue betreiben hast, Miete bezahlen, Strom bezahlen, was auch immer, das wird da halt auch irgendwie komplett ausgeblendet. Und das ist ja halt da ein bisschen so diese Falle, glaube ich, in der wir uns, ich meine, vielleicht sind wir eh schon weiter drinnen, als was wir glauben, aber irgendwann werden auch die Besitzer dieser Venues, weil es sind ja nicht nur Leute, denen diese Gebäude gehören oder was auch immer, das sind ja alles einfach normale Vermieter, werden auch die halt einfach irgendwann die Schnauze voll haben, weil warum soll ich jemanden ein halbes Jahr lang wegen meiner Miete nachlaufen? Und ich befürchte, dass man da leider Gottes, also wenn das jetzt so weitergeht in diesem 10-Tempo, ein bisschen aufmachen, ein bisschen wieder retour, wird das, glaube ich, noch ein bisschen grauslich werden, also in meinem. Ja, über die Zukunft blau, aber noch was mich gerade noch interessiert, was daran anschließend spannend ist, an den Bernhard jetzt gefragt, woran liegt das? Wir haben einerseits in Österreich irgendwie, schreiben wir uns das so gerne auf die Fahnen, ja, die Kultur ist unser Gut und so viel wert und wird so hoch gelobt. Und in den Zeiten wie diesen zeigt sich anscheinend doch nicht so viel wert für uns. So, Kultur ist wert für eine Gesellschaft. Wie schaut das aus im Prinzip? Warum gibt es so diese Diskrepanz zwischen Sagen und Tun auch vielleicht? Das Mikro wäre wieder wichtig. Ich kann da aus zwei Rollen heraus sprechen. Einerseits als Betroffener, weil wir besitzen auch eine Firma, die in Wien und in Hamburg am Markt ist. Und ich kann nur allen Künstlern, die da versammelt sind, sagen, ja, wir haben bis dato auch noch nichts gekriegt. Nicht? Also genau nichts. Nicht? Also das Einzige, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Belegschaft in Kurzarbeit geschickt und das war's eigentlich. Nicht? Und wir versuchen die Leute mit allen Mitteln zu halten, nicht? Weil das, bevor ich da wem kündige, ja, weiß nicht, was ich da vorher mache. Ja? Also das ist uns bis jetzt da gelungen, aber du kriegst keine Unterstützung. Also wer die großzügige Unterstützung kriegt, ja, ist mir jetzt nicht ganz klar. Oder ich kann immer Fantasie davon, aber ich kann es jetzt nicht empirisch belegen. Das ist die eine Seite. Ja. In Deutschland ist das ein bisschen besser gegangen, weil da haben wir tatsächlich recht schnell so eine Schnellhilfe bekommen. In Österreich ist es bürokratisch furchtbar. Ja. So, das Zweite ist, wie schaut die Rolle der Kunst aus? Auch die Kunst kann man nicht einheitlich betrachten. Also es gibt vom Bourdieu, von diesem großen Soziologen, der hat immer unterschieden in Kunst, die anerkannt ist, und Kunst, die so halt auch, die es auch gibt, aber die halt nicht, was weiß ich, so eine Staatskunst ist, ja, die man, und die auch nicht den der auch nicht der Wert beigemessen wird. Ja? Also wer keine Probleme hat, ist die Wiener Staatsoper. Die Wiener Staatsoper kriegt Kohle, und zwar en masse. Ja? Weil das ist halt eine relevante Geschichte. Was ist jetzt vom Staat aus gesehen? Ne? Eine Image-Geschichte. Wenn ich jetzt anschaue, die Zielgruppe, die jungen Zielgruppen, da geht kein Mensch in die Staatsoper. Also das heißt, da sind, glaube ich, 4 oder 5%, die sagen, ja, ich war schon einmal dort, ich könnte mir das einmal vorstellen. Also das sind so Eliten, ja. Aber dort wird das Geld hineingesteckt. Ich habe einen riesen Streit mit dem Staatsoperndirektor gehabt, weil ich gesagt habe, wie er sich eigentlich dabei fühlt, ja, dass er das Geld kriegt und so viele kleine Initiativen, kleine Theater rundherum, nicht? Musikveranstalter, die kriegen gar nichts. Ja? Und ob er nicht auf die Idee gekommen ist, mit denen zu teilen. Ne? Dass ich sage, ich gebe einen Teil ab, ja, oder so. Ne? Also das ist ja fast ein Sakrileg, wenn man das macht. Ja? Das ist wie wenn man in der Kirche den Tabernakel anspuckt. So ähnlich wird man da
behandelt. Das heißt, es ist nicht die ganze Kunst, die so draußen ist, sondern eben ein Teil davon. So, und was man jetzt genau sieht, ist, dass das eben sehr unterschiedliche Systeme sind, die eine unterschiedliche Systemlogik haben. Die Politik auf der einen Seite, ja, die etablierte Kunst und dann das, was man so im Großen und Ganzen so als alternative Kunst oder als Kunst, die halt nicht zum Establishment dazugehört, ansieht. Und das Problem, das ich sehe, ja, ist eigentlich das, was ihr bis jetzt diskutiert habt, dass die Kunst jetzt anfängt, sich als Unternehmer zu verstehen. Wenn man historisch zurückblickt, ja, waren Künstler niemals Unternehmer. Künstler haben, wenn sie anerkannt worden sind, hat es ein Mäzenatentum gegeben und da hat man denen gesagt, da hast du das Geld, ja, und mach das, ja. Und wichtig ist, dass da um die Sache selbst geht. Heute geht es in der Kunst immer mehr ums äußere Gut. Das heißt, es geht quasi um unternehmerisches Handeln. Aber unternehmerisches Handeln kann man natürlich auch als Kunst inszenieren, ja. Aber es ist nicht im engeren Sinn Kunst. Also insofern, wenn es der Kunst, für das ihr steht, ja, so schlecht geht, dann ist das ein Zeichen dafür, wie wenig Wert man dieser Kunst beimisst, obwohl diese Kunst eine hohe Relevanz hat, um Jugendliche in die Gesellschaft zu integrieren und um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Gesellschaft auszuhalten. Das darf man nicht vergessen, weil Kunst hat im hohen Grad eine kompensatorische Funktion. Die Leute stehen unter Druck, leiden und wenn sie am Abend wohin gehen können, ne, dann ist das die Kompensation dafür und dann wird man dafür belohnt, dass man sie den ganzen Tag über in der Arbeit selbst unterdrückt und dort muss man sie nicht unterdrücken. Ja, und das scheint mir die Problematik zu sein, dass genau das, ja, vom bürokratischen System nicht verstanden wird. Und der letzte Satz. Ja. Euch gerade jetzt beim letzten Satz. Ja, so, Ronny, ich sehe euch. Ich wollte nur im passenden Moment abwarten, um euch so dazwischen zu schieben. Ich meine, da die Verbindung gerade unterbrochen ist, vielleicht mag einer von euch kurz einsteigen in das, was ihr sagen wolltet. Ich hake mal kurz ein und Bernhard, falls du mich hörst, unterbrich mich dann einfach, wenn ich dich höre. Weil mich interessiert der letzte Satz auch noch. Das eine ist, und das darf man, oh je. Ja, jetzt Bernhard, letzter Satz, da bist du hängen. Ja, ich wollte den letzten Satz sagen, dass ich nicht zu viel rede jetzt. Aber und das zweite ist, und da muss man ganz offen drüber reden, Musiker zum Beispiel, die werden halt oft so zahlt, wenn der in Spanien in Alicante auftritt, ja, dann steckt dem der Veranstalter 600 Euro dazu, ja, und die kann aber und das und die, da kann aber nirgendwo hingehen und sagen, ich habe diesen Umsatz ausfallen, weil der Umsatz, der existiert überhaupt gar nicht, weil das schwarz ist, ja. Jetzt kann man sagen, ja, ist alles ein Verbrechen und schrecklich, aber so funktioniert halt auch eine Szene, ja, die man halt nicht entsprechend fördert und unterstützt, das muss man schon sagen, und da sehe ich viele Probleme in dem Bereich. Mhm. Genau, ihr wolltet jetzt einhaken, ja, Jasmo? Also zum einen, dann gehe ich jetzt auf den letzten Punkt. Der 600 Euro in Spanien bekommt, der ist ein Ausnahmefall. Der 3-4 Gigs am Abend in Wien spielt, der Musiker, die Instrumentalistin, die kriegen 20 Euro pro Session und machen an einem Abend 60 Euro. Davon kann man nicht leben. Natürlich ist das schwarz. Was soll man von den 60 Euro? Ich würde nur das kurz sagen, wer das ist. Das ist einer der renommiertesten Jazz-Schlagzeuger Europas, ja, der jahrzehntelang mit allen möglichen Stars, ja, in den USA gespielt hat, deswegen kriegt er 600 Euro. Ja. Und da ist es auch wiederum nicht so viel. Ich würde das aufklären. Ne? Auch das ist zu wenig, ich bin mal ganz bei dir. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt, und deswegen, wenn du mit Bourdieu kommst, dann bleiben wir bei Bourdieu und dann reden wir über die Milieus. Weil ja, die Staatsoper ist wichtig, die Salzburger Festspiele sind wichtig. Ich nenne sie jetzt mal einfach gesammelt, E-Kultur, die ernste Kultur ist wichtig, denn da haben wir die Philharmoniker und da haben wir Geschichte und Tradition und die Wartetos. Und das kann man alles verkaufen. Alles, was neu und innovativ dazukommt, ich nenne es jetzt einfach U-Kultur, weil die AKM, unsere Verwertungsgesellschaft, unterscheidet in E und U. Allein die Tantiemen, die ich für ein Stück E-Musik auf Ö1 bekomme, im Vergleich zu, wenn mein Song 20 Mal auf FM4 gespielt wird, es ist
es ist eine Frechheit. Also das ist mal eine andere Form von Hierarchie, die nämlich dort auch stattfindet. Und warum ich das Unternehmertum anspreche, nein, es muss heute der Kunstschaffende sich auch als Unternehmer verstehen. Nicht die Arbeit, die er macht, ist dann Unternehmerarbeit, aber dass wir alle Steuererklärungen abzugeben haben, dass wir alle auch Verpflichtungen haben, das ist so in dem Neoliberalismus, in dem wir leben. Und aus dem kommen wir auch nicht so einfach raus. Das heißt, der erste Schritt wäre jetzt meiner Meinung nach, freischaffenden Kunstschaffenden, die im Prekariat leben, und das sind viele, denen eine Form von Selbstbewusstsein einzureden, dass wir auch Rechte haben, dass unsere Arbeit gut ist. Wir arbeiten ja nicht 80 Stunden die Woche, damit wir dann an dem einen Abend 60 Euro für die Woche machen, weil davon können wir uns keine Miete leisten. Und in dem Sinne finde ich diese Formulierung schon wichtig. Das wollte ich gesagt haben. Mhm. Weil ich ja noch ganz viele andere Sachen gesagt habe, aber ich höre jetzt auf. Der Ronny wollte auch dazwischen mal einhaken. Was wolltest du sagen? Ich glaube, ich habe jetzt den Faden verloren. prinzipiell glaube ich, dass halt dieses Österreich als Kulturland irgendwie halt schon langsam an der Zeit wäre, diese Bezeichnung abzustauben, weil wenn ich meine Mutter frage oder wen er immer halt was sie mit Kultur in Österreich verbindet, dann wird wahrscheinlich als allererstes fallen Salzburger Festspiele, Wiener Oper, bla bla bla, keine Ahnung. Ich glaube, da ist einfach ein bisschen verabsäumt worden in den letzten, ich glaube, eher 10 Jahren oder so, dass diese Subkulturen, die es früher gegeben hat, seit wann auch immer, und die ja in Österreich immer schon extrem präsent waren, zur eigentlichen Kultur gewachsen sind in Österreich. Das heißt, eigentlich ist es unsere Kultur jetzt mittlerweile. Und das ist halt einfach so ein komplexes Thema für einen Politiker oder für jemanden, der nicht aus dieser Szene ist, dass, wie sollst du das jemandem erklären, dass eine Band, die vor 30 Leuten im Fenster in Wien spielt, irgendwie genauso zur Kultur oder österreichischen Kultur gehört, wie ein Konzert der Wiener Philharmoniker im Belvedere oder was er immer hat. Also es ist halt schwierig. Ja, da würde mir jetzt gerne noch was einfallen, und zwar an die Evelyn, wenn sie mich jetzt gerade hören kann. Evelyn, ja, du hörst mich. Sehr gut. Im Prinzip ist es ja bei dir spannend, weil Kabarett ist so ungefähr das Urösterreichischste, was mir gerade einfällt, wenn ich so an Unterhaltung in Österreich denke. Aber wenn ich jetzt an ein Kabarett als das Urösterreichische denke, dann sind das eher so alte Männer auf der Bühne. Das bist du nicht. Du bist eine junge Frau, die Kabarett macht und die sich halt auch gerade etabliert auch ein bisschen in der Szene. Also hast du auch schon einen Preis gewonnen, und ich finde auch, du machst sehr gutes Kabarett, jetzt meine subjektive Meinung. Wie ist das so für dich als junge Künstlerin, als Newcomerin mehr oder weniger, die halt versucht, da in diese Szene ein bisschen reinzukommen? Du hast ja auch unterschiedliche Erfahrungen mit Wien, mit dem Land. Wie ist das so für dich? Ja, erstmal danke, dass dir gefällt. Ja, es ist generell in Österreich ziemlich schwer als Newcomer. Also es gibt so diese Spitze des Eisbergs, diese 20 Kabarettistinnen und Kabarettisten, die wirklich erfolgreich sind, die man kennt. Aber die große Summe, die ist eigentlich unten beim Eisberg. Es gibt so viele talentierte, gute Nachwuchskünstler. Und die sind halt in den letzten Jahren, haben die extrem kämpfen müssen. Aber in den letzten Jahren wird immer mehr da, kommt mir vor. Es wird geschaut, dass die Frauen sehr gefördert werden, dass auch mehr weibliche Kabarettisten auf die Bühne kommen. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele Nachwuchsförderungsprogramme, auch jetzt in Corona, die da entstanden sind. Mhm. Ja, super, danke. Du bist ja eben, wie wir schon erwähnt haben, Gott sei Dank nicht in der Situation, dass du vom Kabarett leben musst momentan. Du hast ja eben noch einen anderen Beruf. Ich kann mich erinnern, im Vorgespräch hast du gemeint, okay, jetzt konzentrierst du dich eben mal auf die andere Seite von deinem Leben so. Wie ist das für dich? Mir graust ja schon ein bisschen davor, vor den ganzen Filmen und Programmen und Serien, die Pandemie und Corona so als Thema haben werden, und ich glaube, es gibt ja sogar schon welche auf Netflix oder so. Du bist bei deinen Kabarettprogrammen immer sehr auf deine persönlichen Erfahrungen, auf so Alltagsgeschichten, auf lustige bezogen. Wird Corona oder die Pandemie oder der ganze Wahnsinn rundherum so ein Thema für dich sein in deinem nächsten Programm, oder wie glaubst du, wird das ausschauen so als Motiv in der Kunst in Zukunft? Ich glaube, dass viele
auf die Schiene jetzt aufspringen werden und dass viele, viele Kabarettprogramme mit Corona geben wird, was für mich ein Grund ist, warum ich es eben nicht mache, weil ich ja immer Kabarett deshalb mache, weil ich die Leute aus dem Alltag rausholen mag und nicht an den Alltag erinnern. Ich glaube, dass ich vielleicht ein, zwei Sachen so beiläufig erwähnen, aber halt nicht wirklich Corona das Thema hab, sondern einfach Sachen, die dann aus Corona entstanden sind. Zum Beispiel wie dann, wenn du wieder mehr mit den Eltern zusammen wohnst, dass da halt dann so Geschichten entstehen. Aber ich glaube, bis ich das wirklich einbaue, wird es, glaube ich, ein paar Jahre noch dauern, wenn überhaupt, dass wir dann wirklich drüber lachen können. Ja, wie siehst du das, Lukas? Hat das Zukunft, mal Corona als Motiv in der Kunst, in der Musik? Ich habe mir jetzt gerade gedacht, so, mir graust ja schon vor diesen Filmen, die Corona als Thema haben, denke mal, oh, sorry an der Stelle. Ich weiß nicht, ist es so witzig? Ja, es hat schon irgendwie komödiantisches Potenzial. Vor allem die Abgründe, die sich in einem auftun, wenn man die ganze Zeit daheim sitzt. Also es war irgendwie immer voll lustig. Nichts habe ich mehr herbeigesehnt als, also voll, die ganze Zeit auf Tour sein und dann so, geil, jetzt bin ich 4 Tage daheim und da und ich bestelle meine Pizza und ich war und ich sandel halt so dahin. Und auf einmal denke ich mal so, bestelle ich mal heute mal keine. Oder bringst vielleicht einen Tee oder so. Also alle so diese ganzen Belohnungen werden schon so zu so einem Everyday Life irgendwie. Ich glaube, bei mir wird das noch länger dauern, dass ich drüber lachen kann. Ich kann über vieles lachen. Jasmin, wie ist das bei dir? Corona in deiner Kunst? Hell no. Ich glaube, also es wird schon irgendwie stattfinden, aber was ich nicht glaube, ist, also wie soll ich sagen, sicher die Auswüchse von Corona, aber nicht, also ich werde jetzt keinen Song machen mit, hey, der Virus ist weg, yo, hey ho, wenn das dann eines Tages der Fall sein wird. Nein, aber ich glaube so, also Themen, auf die man zurückgeworfen ist, und um da vielleicht auch auf das, was Bernhard gesagt hat vorhin, die Jugendlichen sind zurückgeworfen in ihr Familiensystem, weil sie nicht mit den Gleichaltrigen abhängen können. So ist es ja de facto bei Erwachsenen auch nur anders. Wir haben keine Hierarchie, wir haben keine Eltern, die jetzt mir sagen, was ich tun und nicht tun darf und so. Und dadurch ist so, also das Isolationsthema ist halt sehr stark da einfach und es macht auch was mit mir als Künstlerin. Und ich merke das auch in meiner Kunst. Und auch so diese Erkenntnis, ich meine, natürlich, da gibt es dann die, weißt du, die Health-Blogs, die dann alles sagen, hey, nimm dir Zeit für dich und eben Me-Time und so bla bla und es ist okay, dass gerade nicht alles läuft. Aber diese Sätze, es ist okay, dass du gerade nicht alles schaffen kannst, was du dir vornimmst oder so, die kenne ich eigentlich normal nur aus meiner Bubble und ich habe das Gefühl, die wandern langsam in die Mitte der Gesellschaft, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Für die Gesellschaft. Mhm. Aber Corona-Song wird es keinen geben. Am ehesten wird es noch einen Anti-Schwurbler-Song geben. Ja, cool. Ja, Ronny, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen, oder? Nein, okay, dann habe ich das nur so missverstanden mit dem Zeigen. Dann machen wir kurz einen Themensprung. Und zwar im Titel von unserem Diskussionsforum ist ja auch so irgendwo die Frage, okay, wo ist der Raum für Kultur? Und seit Pandemiebeginn eigentlich relativ schnell haben ja die verschiedensten Kunstschaffenden versucht, die Bühne so ins Internet zu verlagern. Und die verschiedensten Online-Formate sind so irgendwie als ein bisschen ungeliebtes Stiefkind halt akzeptiert und aufgestellt worden. Das Triebwerk hat eine Umfrage gemacht unter circa 300 jungen Menschen, wo auch zwei Fragen sich mit diesen Online-Events, Online-Konzerten beschäftigt haben, weil das Triebwerk hat ja zum Beispiel auch die Tiny Triebwerk Sessions gemacht, wo eben so ähnlich wie bei der Jasmo so die Künstler-Talk, Künstler-Bühne ein bisschen im Vordergrund steht. Und ich share euch kurz mal meinen Screen und zeige euch diese Umfrageergebnisse, wenn mich der Host kurz lässt, den Screen zu teilen. Genau, die Frage war nämlich hier,
Hast du dir im letzten Jahr Kulturveranstaltungen im Internet angesehen? Das war noch so, ja, halb-halb, manche schon, manche nicht. Und dann war das Ergebnis relativ klar. Hier, die zweite Frage, gehst du lieber zu einer Veranstaltung oder nimmst du lieber digital daran teil? Naja, hingehen ist besser. Das ist jetzt nicht überraschend, würde ich mal sagen, aber diese 96% sagen doch schon aus irgendwo, wie wichtig dieses Live-Erleben, diese Atmosphäre, dieses Vor-Ort-Sein ist. Und ihr habt, glaube ich, alle, der eine oder andere, die Erfahrung gemacht mit diesen Online-Formaten, entweder selber als Künstler, als Künstlerin oder als jemand, der sich's anschaut. Wie seht ihr das? Ist das eine brauchbare Alternative? Hat das Zukunft? Ja, Ronny? Wir sind als SAP natürlich auch mit aufgesprungen auf diesen Zug. Allerdings haben wir oder ich, ja, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das Ganze im Stile von Konzerten wie das Triebwerk zu machen, weil es keinen Sinn macht in Neustadt. Das heißt, das SAP ist ja zu sehen quasi als Konzertlocation für Bands und zum anderen aber als DJ-Veranstaltungs-, als Club einfach. Und das heißt, wir haben dann versucht, diesen Weg zu gehen mit DJ-Set streamen, online Party, Drum and Bass Party mit zweistündigen Set, was er immer halt, hat unterm Strich einfach niemanden interessiert. Also sowas von gar niemanden, dass ich eigentlich ziemlich perplex in der Situation war und es arg gefunden habe, dass es einfach wirklich so reges Interesse gegeben hat. Ich meine, auf der anderen Seite, Club, in den Club zu gehen und tanzen und halt Party machen und so ist halt schon einmal eine ganz andere Geschichte, aber so ein bisschen dieser Irrglaube, man bringt das jetzt auf einen Bildschirm irgendwie und es ist ja irgendwie auch cool, da kann ich mir auch irgendeine Playlist reinhauen für irgendwas. Also das ist für uns als SAP jetzt in dem Fall gar nicht aufgegangen. Wie war das für euch andere? Vor allem eben zum Beispiel, Jasmin, du machst es ja selber auch als Instagram-Format. Wie ist da deine Erfahrung damit? Zwei Sachen, also als Instagram-Format mache ich ja keine kulturelle Veranstaltung, sondern ich führe ein Interview mit einer kulturschaffenden Person, halt jede Woche eine andere. Das ist halt eher so ein Reden, das ist eigentlich wie das Zoom-Meeting, wo wir gerade sind, nur halt zu zweit. Also es ist soziale Kontakte über den Bildschirm, es ist zwar nicht das Beste, aber wenigstens schön reden wir miteinander. Die Streaming-Konzerte, da habe ich ein bisschen das Glück und das Pech, aber eher das Glück, glaube ich, dass meine Band einfach zu groß dafür ist. Wir sind 9 Leute, Jasmin und die Klangkantine, also es gab damals, als die ganzen Streaming-Konzerte angefangen haben, gab es keinen Raum, wo wir uns hätten mit den Abständen und allem hinstellen können überhaupt. Das heißt, das haben wir nicht gemacht. Ich habe Lesungen gemacht, Slam-Poetry-Performances gemacht im Internet. Es war schon schön aufzutreten. Ich war extrem aufgeregt davor. Also so wirklich so, oh mein Gott, ich habe einen Auftritt vor meinem Laptop. Das ist ganz deppert eigentlich. Und man kriegt schon Feedback mit diesen Likes auf Facebook oder jemand also kommentiert dann und chattet und so. Das ist schon nett, aber es ist natürlich niemals ein Vergleich zu live. Und ich glaube auch, also jetzt gerade aus dem mit dem Slam-Poetry-Ding, das braucht live und ich glaube auch bei Kabarett braucht das, also das Lachen, oder, Evelyn? Also, dass dir jemand zulacht. Weil ich stelle es mir sogar noch, weil bei Poetry-Slam-Texten weiß ich, da ist der Lacher und dann kommt er halt jetzt nicht, wenn niemand da ist, passt schon. Aber ich glaube, wenn man so frei redet, also wie du das machst, wird das so sein, oder? Ja, erzähl mal, wissen das so? Es ist online ein Horror. Also, es ist Katastrophe, weil du sitzt vor deinem Handy und du hast die beste Wuchtel raus und vor allem, wenn sie die Leute und das Video anschauen und die Wuchtel ist eigentlich gar nicht so lustig, wie du glaubst, dann denkst du, geht schon weiter und du hast einfach überhaupt kein Feedback vom Publikum und manchmal fange ich ja zum Improvisieren an, wenn jetzt irgendein Schmäh gut anguckt und dann denke ich, da bauen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein und so. Es ist wirklich, also ohne Publikum vom Handy geht es gar nicht. Lukas, glaube ich, du wolltest auch was sagen, oder? Wie es gedeutet wird. Nein. Ui. Moment, jetzt da so online. Ja, ich habe eins gemacht, das war im April. Und ich habe mir gedacht, okay, passt. Damit habe ich mein Kontingent für Live-Konzerte erfüllt. So, ich glaube, das ist das Maximum an Live-Konzerten, an Streaming-Konzerten, das man machen sollte. Jetzt sind es schon 3.
Die Bedingungen haben sich ein bisschen verbessert. Also vom langweiligen Wohnzimmer irgendwie so da mit einer Gitarre und einer scheiß Handykamera zu. Wir haben dann noch im Rockhaus in Salzburg dann noch gespielt und da war es halt auch ganz cool, weil dadurch, dass diese ganze Geschichte gefördert war, hat es dafür auch eine Gage bekommen. Also man hat das dafür bekommen, wie als hätte man eine Show gespielt und die Aufnahmen waren auch mega cool. Also nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, man sollte bei Streaming-Konzerten nicht über Live-Konzerte reden, weil das fehlt alles, was Live-Konzerte geil macht, irgendwie fehlt daran. Ja, ich glaube, das wäre mein Input. Ja, man hört es in der nicht-künstlerischen Arbeitswelt oft, dieses, ja, nach Corona, wir werden da so Hybridlösungen beibehalten, weil so digitales Events oder Streams oder Calls, das funktioniert ja eigentlich. Ja. Und in der Kunst ist es ja eigentlich, wenn ich das auch so raushalte, kontraproduktiv, oder? Ja, ich finde es doch generell irgendwie so eigenartig, also mit welcher Lust jetzt manche Leute diesen zu diesem digitalen Fortschritt in diesen zwischenmenschlichen Sachen irgendwie so herbeisehnen, so, oh, das wird alles so geil, und wir sind alle nur mal im Internet und voll, und ich beam mich dann als Hologramm in deinem Wohnzimmer und es ist genau dasselbe. Oder so dieses, dass die Pandemie nie endet. Ich glaube, ab dem Moment, wo das alles wieder geht, wissen alle Leute wieder, wie man Party macht. So. Ich glaube, das hat auch nach 1,5 Jahren und auch nach 2 Jahren niemand verlernt. Ich glaube, das steckt in einem drin, das kann einem, ja, ich weiß nicht. Pornos sind auch nicht dasselbe wie Sex. Also, habe ich gehört. Ja, da zu dem digital versus echte Kontakte würde mich jetzt auch die wissenschaftliche Sicht interessieren, weil ich denke, das ist ja seit es die sogenannten neuen Medien gibt, so ein Thema auch in der Wissenschaft mit, oh, werden wir jetzt alle digitale Menschen, es wird jetzt alles mit Daten funktionieren und wir werden uns immer weiter irgendwie voneinander entfernen und, keine Ahnung, Social Media oder so macht uns alle total distanziert. Wie ist das, Bernhard, wie wird das sein vielleicht auch, wie ist es jetzt oder wie wird das in Zukunft sein? Werden wir zu so hybriden Wesen, die so halb digital, halb, wie nennt man das? Ja, halb menschlich funktionieren werden, so im Kontakt miteinander? Oder werden wir uns alle nur mehr über WhatsApp unterhalten in Zukunft? Mikro wäre wieder wichtig. Ich kann es ein bisschen aus meiner persönlichen betroffen. Also wenn ich ein hybrides Wesen mit stockendem WLAN bin, dann bin ich angefressen. So, stellt euch vor, ihr seid Cyborgs, aber eure Daten bleiben immer stecken und ihr könnt nichts mehr machen, weil ihr halb über Internet funktioniert. Das wäre irgendwie frustrierend. Aber so fühlt sich's gerade an für Kulturschaffende. Wir sind ein steckengebliebener Cyborg, weil wir können nicht auftreten und wir sehen aber dieses Ziel vor unseren Augen. Diese Metapher gefällt mir. Das ist gut, dass das alles aufgenommen wird. Also das müssen wir für die Nachwelt festhalten. So, gut, jetzt ist der Bernhard leider rausgeflogen, aber ich schätze, er wird sich gleich wieder einklinken. Ich check mal kurz nach, was wir dann noch so an schönen Themen haben, dabei er sich wieder einwählt. Ja, viel vielleicht? Ja, gerne. Weil zu dem ganzen Internet und Distanz, meine Mama ist auch der Meinung, das werden wir sich halt jetzt beibehalten und keiner wird mehr Hände schütteln oder so. Aber ich glaube das nicht. Also ich glaube, sobald es wieder möglich ist, machen wir es auch wieder. Ist fortgehen und die Kultur, weil es uns einfach fehlt. Und wir haben sie eigentlich mehr oder weniger schnell an diese Distanz gewöhnt. Und es ist jetzt so, wenn man fernschaut und irgendwer spuckt wen anderen ins Gesicht, denkt so, oh mein Gott, Corona. So, man hat sich das urschnell angelernt. Und ich glaube, man wird so, wenn sich Leute berühren und ich denke, genau. Also, oder wenn wer in einem Film in ein Geschäft geht ohne Masken, da denkst du, oh mein Gott, man hat sich das so schnell verinnerlicht. Und ich glaube, genauso schnell wird es auch wieder weg sein, weil
wir einfach uns danach sehen. Ich habe im Kindergarten jetzt Leute kennengelernt, die kenne ich eigentlich nur mit Maske. Und die jetzt schon davor rennen, sie freuen sich schon, wenn Corona vorbei ist, dass man sich dann das erste Mal umarmen kann. Also es steckt einfach in uns. Oh ja. Ja, das wird noch interessant werden. Ja, vielleicht können wir kurz ein bisschen drauf eingehen. Was wären denn so eure, ja, wenn ihr jetzt an die nähere Zukunft denkt, ihr als kulturschaffende Veranstalter, als Leute, die gerne Kultur konsumieren oder erleben, konsumieren ist irgendwie so ein böses Wort, was wären eure Wünsche, eure Ideen? Wie sollte es jetzt weitergehen? Nehmen wir an, wir hätten irgendwas zu sagen in dieser politischen Situation. Was wäre das Wichtigste oder was wären wichtige Dinge, die man für die Szene machen müsste oder für die Kunstschaffenden? Jasmin? Also die Staatssekretärin Meyer hat ja glaube ich, gestern verkündet, dass Pakete geschnürt werden, zum einen für digitale Kunst, also für Online-Sachen, über genau die Sachen, die wir gerade gesprochen haben, und dass es aber auch Förderpakete geben soll für innovative Open-Air-Veranstaltungen. Ich hoffe, dass das sehr ernst genommen wird und ich hoffe, dass das auch stattfinden wird. Ich gehe von keiner Eröffnung vor Sommer aus, um ehrlich zu sein. Ich hoffe es natürlich, aber ich glaube es nicht. Ich muss aber ganz laut sagen, spätestens im Herbst muss wieder offen sein. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil der Sommer wird Open-Air-Veranstaltungen haben. Die Stadt Wien zum Beispiel legt wieder den Kultursommer, da darf ich heuer im Board sitzen. Es wird hoffentlich ganz viele andere Open-Air-Veranstaltungen auch geben. Und wenn man dann, also es ist wirklich so, wie wenn man Blut geleckt hat, wenn man dann einmal da sitzt und selbst nicht einmal tanzen darf und nicht Wuhu machen darf, weil Aerosole rauskommen, aber man schaut jemandem auf der Bühne zu, dann ist man so, oh, ich will wieder Kultur, oh, ich will wieder Kultur. Und diesen Schwung, den müssen auch die Kulturhäuser meiner Meinung nach mitnehmen, weil die Sicherheitskonzepte sind da, die Kulturhäuser müssen unterstützt werden darin und es muss aber auch innerhalb der öffentlichen Meinung wieder das Gefühl entstehen, dass in die Kultur gehen eine Sicherheit ist. Also das letzte Mal, wie ich war ich bei der Biennale und ich war jeden Tag dreimal im Kino, weil ich habe Gratiskarten gehabt, weil ich war Jurymitglied, ich habe mir alles angeschaut. Und ich habe mich sicher gefühlt, es ist nichts passiert. Ich war im riesengroßen Gartenbaukino, alle zwei Sitze auseinander und es ist nichts passiert. Also die Konzepte funktionieren ja offensichtlich. Das heißt, man sollte sie nutzen und man sollte unbedingt auch in der öffentlichen Debatte darüber sprechen, dass Menschen Kultur brauchen. Weil ich kriege dauernd Mails von Leuten, die sich wieder drauf freuen und ich denke mir, ja, ich mich auch, aber irgendwie, wenn wir das schon nicht vorher gelernt haben, sollten wir es doch jetzt wissen, dass wir quasi mit so einem Gefühl von Gemeinsamkeit und Solidarität zueinander auch sagen können, hey, ich bin aus der Zivilgesellschaft, ich bin nicht politisch, aber ich will wieder Kultur gehen können. Mhm. Ronny, du wolltest noch was sagen? Das ist nur meine persönliche Meinung, aber für mich fühlt sich das Ganze momentan eher so an, als wäre das 2020er Jahr bis jetzt und was wir jetzt vom 21er Jahr schon haben, so ein bisschen eher der Prolog gewesen einer Geschichte, die eigentlich jetzt erst anfängt. Also ich persönlich habe dieses Jahr kulturell für mich ja schon abgeschrieben. Also ich sämtliche Bands, mit denen ich zu tun habe, also es sind alle Releases oder alle irgendwie Ideen von Konzerten sowieso einmal irgendwo in den Herbst geschoben und die Zeit vergeht so schnell und ja, dass es im Sommer Konzerte geben wird, das glaube ich schon auch, dass es genau wieder so sein wird wie im letzten Jahr, nur das Problem ist, sobald dieser Sommer vorbei ist und das Ganze sich wieder nach innen verlegt, sind wir genau wieder in derselben Situation wie 2020. Und Sicherheitskonzepte hin und her, nur das bringt uns allen nichts, diese Sicherheitskonzepte, wenn einfach sie die Richtung von den Personen, die ja da leider Gottes die Zügel in der Hand haben, nicht ändern. Also. Okay, jetzt haben wir drei Leute, die was dazu sagen wollen. Mama, Evelyn, Jasmo, Lukas, das war, glaube ich, ungefähr die Reihenfolge, wie ihr euch gemeldet habt. Probieren wir das mal. Ich mag eigentlich in Ronny noch recht geben. Ich glaube auch, dass im Sommer wird es Veranstaltungen geben, aber im Herbst, glaube ich, sind wir in der gleichen Situation. Also ich glaube, vor 2023 wird sich nicht viel abspielen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es jetzt der Ronny sieht, aber ich glaube einfach, da wird die Veranstalter zu Angst haben, weil man plant, man investiert eine und dann heißt es wieder, bam, nein, alles unnötig. Wir haben gesehen, also gestern sind vorgestern die größten Festivals in Deutschland abgesagt worden von Rock am Ring, Rock im Park.
Meiner Einschätzung nach werden die österreichischen Festivals folgen, weil der Grund, warum diese Festivals in Deutschland abgesagt worden sind, wird nicht nur deswegen gewesen sein, weil die Situation gerade irgendwie Arsch ist, sondern weil einfach die Army-Bands einfach nicht kommen können momentan. Es kann niemand nach Österreich jetzt oder nach Deutschland oder nach Europa oder was auch immer halt, ohne jetzt in Quarantäne gehen zu müssen, Arbeitsbewilligungen. Wir haben jetzt leider in diesem ganzen Morast noch den Brexit dazu bekommen. Das heißt, englische Künstler aus UK, weiß man sowieso nicht, wie das jetzt in Zukunft sein wird. Und ich würde es mir wirklich wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass das alles wieder so ist, wie es war. Aber ich glaube, diese Situation ist mittlerweile einfach so in einer Sackgasse gelandet, in der, wo man sich jetzt einfach nur versuchen kann, in so ein bisschen ein paar Zentimeter nach rechts, nach links, nach rechts bewegen wir uns nicht am besten, aber nach vorne, nach zurück und nach oben, nach unten irgendwie bewegen können. Aber alleinig, bis dieses ganze Rad irgendwie wieder in Bewegung kommt, was jetzt die Veranstaltungsbranche, Künstler, alles einfach, bis diese Maschinerie wieder zum Laufen anfängt. Das wird, ja, das ist ein träges Ding. Meine persönliche Einschätzung ist, dass dieses Jahr, so auch wenn wir jetzt erst im März haben, leider Gottes gelaufen ist, auch jetzt schon. Und wir werden dann hoffentlich 2022 schon langsam wieder anfangen können, unter halbwegs normalen Umständen was zu machen. Weil ganz ehrlich, wer hätte sich im Mai 2020 gedacht, dass wir im Herbst noch immer mit diesem Corona-Schasumadum tun? Es ist halt, die Zeit vergeht so schnell, man merkt, es ist einfach eine Sache, die ist extrem träge, die ist extrem zäh, das ist nichts, was man von einem Tag auf den anderen irgendwie abschalten, einschalten kann. Es ist, ja, keine Ahnung. Jasmin wollte dazu noch einhaken. Ja, ich will das ganz laut in die Welt herausholen. Wir haben auch Macht- und Mitspracherecht. Wir schreiben. Ach, danke, du sagst mir was Positives. Das will ich wirklich unterstrichen haben, weil ich weiß, die IGs sind dran. Der Österreichische Musikrat hat gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht. Die IG-Autor, überhaupt die ganzen IG-Kulturautorinnen und so weiter und so fort, haben gerade auch sich öffentlich gemeldet. Es wird von allen Ecken langsam angefangen zu rufen, nur wir müssen auch alle gemeinsam laut rufen, meinetwegen mit Maske und vielleicht mit Mikro, anstatt zu rufen wegen Aerosolen. Aber wir müssen laut werden, weil sonst werden wir nicht gehört und dann wird sich die Geschichte auch wiederholen. Nur wir können Geschichte mitschreiben und das dürfen wir nicht vergessen. Nur ganz kurz noch, ja. Man darf halt am Ende des Tages da auch nicht vergessen, dass in welcher Art und Weise Konzerte passieren werden in Zukunft oder Indoor, Outdoor, was auch immer. Am Ende vom Tag ist es halt leider Gottes bei dem Großteil dieser Veranstaltungen auch ein riesengroßer wirtschaftlicher Faktor, weil man kann noch so laut schreien irgendwie als Kulturgemeinschaft, was auch immer. Aber wenn ich als Venue ein Konzert machen will und es funktioniert aufgrund der Auflagen und Umstände einfach nicht, dass ich mehr als 50 Personen da reinlassen darf, aber jetzt irgendwie Rücksicht nehmen darf, genauso Sicherheitskonzepte wie Grelle Forelle in Wien oder was auch immer halt. Aber das muss ja irgendwie rentieren und es kann nicht sein, dass ich dann als Veranstalter, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich verlange dann 300 Euro Eintritt, wenn nur 50 Leute kommen dürfen, damit die Band normal bezahlt werden kann, oder das Ganze wird einfach so sein, dass man jetzt eine Zeit lang irgendwie noch mit Förderungen versucht, sie über Wasser zu halten, macht halt Konzerte, wo dann halt, weiß nicht, 50 Leute kommen bei 10 Euro Eintritt, ich meine, das brauche ich jetzt nicht vorrechnen, dass bei 500 Euro Eintritt nichts überbleibt einfach, und da sehe ich halt jetzt eher ein langfristiges Problem, das heißt, entweder es gibt jetzt wirklich nochmal sinnvolle Förderungen auf einen langen Zeitraum gesehen, dass man einfach diese Phase jetzt überstehen kann. Jetzt nicht nur die Phase, wo man zu hat, sondern auch die Phase, bis dieses ganze Konstrukt wieder zum Laufen anfängt, weil das werden die meisten nicht überleben. Es bringt einfach nichts, wenn du als Venue dann irgendwie, wo du normal 500 Leute hast und von der Gastro lebst, vom Eintritt lebst und was auch immer, dann 100 Leute hast, Spaß gebremst, die um 11 oder um 2 alle heimgehen, weil die Maske scheiße ist und das nächste, Entschuldigung, eins noch ganz kurz und dann bin ich schon wieder fertig. Genau, dann machen wir Evelyn und Lukas. Vor allem das nächste ist ja, niemand weiß noch jetzt, wie die Auflagen sein werden. Und aus einer Sicht, als Veranstalter jetzt der letzten Jahre im SAP, kann ich das sagen, wenn es die Auflagen geben wird, man muss jetzt weiterhin mit Maske oder vielleicht mit Negativtest, dann kannst du wahrscheinlich 2/3 der Leute, die normal bei Konzerten wären oder so, sowieso auch nochmal wegstreichen irgendwie. Also es ist leider Gottes
eine riesengroße verkackte Situation einfach. Und das, und ich denke sehr viel drüber nach und es beschäftigt mich, weil mein Leben ist aus nichts anderes bestanden die letzten 25 Jahre, keine Ahnung, oder 25 übertrieben, aber die letzten 20. Und es ist, für mich fühlt es sich leider ein bisschen wie eine Schachmatt-Situation gerade an. Also ich stelle mir mittlerweile wirklich die Frage, wird es wieder so sein, wie wir das einfach die letzten 20 Jahre überhaupt kennt haben? Oder wird es einfach so sein, dass es wird anders sein, das ist klar. Und langfristig sehen, ich meine, diese ganze Situation jetzt, das macht ja was mit den Menschen, das hinterlässt Spuren und Wunden einfach. Und ich befürchte halt, ja, keine Ahnung, ich höre schon auf zum Schwarzmalen, aber ja, es ist, wie es ist, keine Ahnung. Evelyn, du hast jetzt ganz lang die Hand oben gehabt. Ja, eine Komponente, die dann auch noch dazu ist, also man muss jetzt mal warten, bis wirklich wieder funktioniert, bis man wieder aufspielen darf mit den ganzen Auflagen, eh alles, was der Ronny gesagt hat. Und dann kommt noch die Komponente dazu, dass die Veranstalter sicher mal die Spitze des Eisbergs buchen wird, die besten Kabarettisten, weil die bringen die Leute, da kriegt man dann die 100 Leute rein. Bis wir Nachwuchskünstler dann wieder mal die Chance haben, dass wir spielen dürfen, wird sicher noch länger dauern, weil da ist dann nochmal das Risiko, der bringt mir dann vielleicht nur 40 Leute oder so und ich muss ja den Verlust einbringen. Und die Leute sind ja ausgehungert nach den Bekannten, also da wird sicher zuerst mal in Spitze gebucht und wir Nachwuchskünstler, das wird dann sicher nochmal länger dauern. Deswegen rechne ich so mit 2023 für uns. Mhm. Lukas, du hast auch die Hand oben gehabt. Voll, ich wollte eigentlich nach Jasmus positiv, ich will nichts Negatives mehr sagen, aber dann hat es mir doch auf der Seele gebrannt. die Sache ist, also der Ronny hat das eigentlich eh schon gesagt, aber also du. Es ist eigentlich schon, es ist schon fast sarkastisch, so. Du, also die meisten Veranstalter und so haben eine Ausfallsversicherung. Das heißt, wenn eine Veranstaltung nicht stattfinden kann, so, dann wird das kompensiert. Jetzt ist es dann zum Beispiel so, du kannst aber nur mit 20% Kapazität veranstalten. Das heißt, es kann ja eh stattfinden. Es wird dich halt tausende Euros kosten, wenn du das machst, aber wir müssen da nicht einspringen. Ich hoffe, verdue mich da jetzt nicht. Ich habe das nur so mitbekommen. Ich denke mir da voll, ich kann schon verstehen, wenn man noch keinen Bock hat, dieses Risiko einzugehen. Umso mehr hoffe ich allerdings, dass sich doch ein paar Leute finden. So. Das war es eigentlich auch schon. Mhm, guter Input. Jasmo, du warst auch schon ganz bedürft, was zu sagen. Ich sehe den Punkt schon ein, ich bin ja auch selbst Veranstalterin, ich bin ja nicht nur selber auf der Bühne, sondern veranstalte auch, wenn auch mehr im Literaturbereich, was es auf jeden Fall einfacher macht. Aber es ist trotzdem, finde ich, und ich werde das auf jeden Fall in Zukunft machen, ich habe das Gefühl, letztes Jahr ist mir die Politik so hart am Arsch gegangen, das heißt, jetzt bin ich dran, der Politik so hart, wie es nur geht, am Arsch zu gehen. und ich sehe das einfach als, wie soll ich sagen, wenn wir den Kopf in den Sand stecken, dann ist schon ganz viel verloren und das will ich nicht zulassen. Ich will, dass man mit der Politik sprechen kann, dass man mit der Staatssekretärin Mayer, dass man mit den Städten, mit den Ländern darüber sprechen kann, dass es Gegenfinanzierungen gibt, weil zum Beispiel natürlich buche ich mir nicht das WUK, wenn ich da nur 20 Leute oder 200 Leute reinkriege, das ist ja völliger Wahnsinn, also da mache ich nur ein Minusgeschäft. Aber wer hilft mir denn aus bei diesem Minusgeschäft? Wenn jetzt die Regierung sagen würde, es dürfen wir alle aufmachen mit ihren Sicherheitskonzepten und alle machen Minus, dann macht niemand auf. Das ist ja völlig logisch. Nur wäre es da nicht eine Möglichkeit, dass man gegenfinanziert, dass man quasi Rechnungen aus den letzten 5 Jahren her zeigt, wie funktioniert die Finanzierung und so weiter und so fort in einer Veranstaltungsstätte XY. Wie schaut das aus? Wie kann gegenfinanziert werden? Es gibt Förderungen für Veranstaltungen, Musikbereich, Literaturbereich und so weiter und so fort. Wie kann man das zusammenbringen? Weil das müssen wir jetzt schon machen. Und was wir auch unbedingt machen müssen, und deswegen meine ich auch, dass der Kulturbegriff wieder in die Öffentlichkeit zurückgebracht werden muss, wenn irgendwann niemand mehr darüber redet, dass es mal Kultur gab, dann wird es keine mehr geben. Und diese Gefahr sehe ich kommen und da müssen wir uns sowas von verwehren. Und was wir auch machen müssen, ist, wenn jetzt ein Jahr alles zu hat oder eineinhalb Jahre alles zu hat oder halt fast, außer im Sommer, wir müssen den Leuten die Angst auch nehmen. Wir haben auch ein bisschen die Pflicht dazu. Es hat nicht nur die Politik die Pflicht dazu. Wir sind genauso in diesem Radl drinnen.
oder vielleicht sehe ich es auch zu kulturpolitisch, das kann eh auch sein, ja, aber Kultur ist für mich der Ort, und sei es jetzt Theater oder Konzert oder eine Lesung, wo Menschen zusammenkommen und wo in kurzer Zeit so viel Austausch passiert wie sonst nirgends. Und das darf nicht weggehen, sonst drehen wir eh schon alle, also wir drehen eh schon alle durch, aber dann drehen wir noch weiter durch. So, das wollte ich noch gesagt haben. Und es müssen Gespräche geführt werden, es muss der Austausch angeregt werden. Und man kann der Meier, man kann den Städten, man kann den Bürgermeistern, man kann allen E-Mails schreiben und man kann den Leuten auf die Nerven gehen. Und ich weiß, es muss niemand machen, das ist auch ganz wichtig, aber wenn man die Muße hat und Bock drauf hat, dann finde ich, sollte man das auch unbedingt machen, weil in meinem Fall zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eh nicht viel anderes zu tun. Ja, danke schön. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlussplädoyer auch irgendwie für die Kultur. Also wenn es jetzt nicht noch extrem dringenden Diskussionsbedarf zu bestimmten Punkten gibt, dann würde ich hiermit schließen quasi. Ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich fand die Diskussion sehr, sehr spannend und sehr bereichernd auch. Also danke euch allen fürs virtuelle Kommen. Wir haben ja gehört, Online-Formate sind nicht so beliebt, aber ich bin doch froh, dass wir das wenigstens so machen können. Auch allen danke, die über YouTube zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, schickt den Link gerne weiter. Die Aufzeichnung ist dann eben auf YouTube abrufbar. Also wenn es noch Leute in eurem Bekanntenkreis gibt, die dieses Gespräch spannend finden könnten, dann gerne, gerne weiterschicken. Ja, ich bedanke mich bei euch allen und hoffe, wir sehen uns doch noch irgendwann mal so live und echt auf einer Bühne, am besten mit Mikrofonen in der Hand oder verkabelt. Das würde auch mein Herz sehr freuen. Ansonsten würde ich das Meeting jetzt schließen und euch noch einen ganz, ganz schönen Abend wünschen. Dankeschön.